Ja, ich kann die jetzt nicht töten. Also irgendwo hat er ja auch recht. Das hätte hier auch ein Blutvergießen gegeben. Irgendwo hatte er auch recht. Das mit seiner Aussage... Ach, Quatsch. Das, ich will noch nicht zum Schmied. Wir werden noch mal zu dem kleinen Mädchen gehen. Na? Es gibt hier nur Hähne, ne? Das sind... Ja, so sieht das hier für mich jedenfalls aus. So, wir warten... Ein Kopfgeldjäger jagt mich? Warum das? Weil ich einen Hahn getötet habe? Ach da, wer ist das denn? Sophia, die Scharfschützin. Wenn ich jetzt den tue, wird das jetzt abgebrochen? Oder rennt sie einfach mir vorbei, obwohl ich meditiere? Aber warum? Ich verstehe es nicht. Sie ist aber nicht hier, ne? Sie ist genau da. Da rennt sie. Oh, ich hänge schon wieder irgendwo dran. Mann, warum kann er denn da nicht runtergehen dabei? Was hat sie denn so für Problemchen? Problemzone. Wo ist denn die Sophia? Sophia! Nein. Hä, was ist denn das hier? Ich wollte... Hä? So muss ich machen. Alles klar. Wo ist denn... Da ist Sophia. Die kommt aus Pagai. Mhm. Harte Schale. Auf Reisen mit einem Löwengefährten unterwegs. Hast du den nicht dabei? Welcher war das jetzt wieder? Ich werde an dich denken, wenn ich dein Kopfgeld ausgebe. Das ist ja... Oh. Weg, 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 weg. Passt auf euch auf! Ach, scheiße. Gott sei Dank ist nichts. Ah, der Löwe ist tot. Ich wäre jetzt blöd, wenn ich... Oh nein! Was macht sie jetzt? Oh! Der Sieg ist mein, Feldling! Und zurück! Ich bin noch da, ich bin nie weg gewesen. Oh, Entschuldigung. Ah, Mann, ey! Ach, scheiße, das habe ich vergeigt. Oh, das ist ja... Jetzt muss ich aber... Ah, scheiße, weg. Kann ich mich schon wieder heilen? Ja. Weg, weg, weg. Ah, Mist. Ah, scheiße. Weg! Weg, 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 weg! Gut, 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 gut. Warum gibst du nicht einfach? Ah, warte, nee, ich
riskiere jetzt nichts. Oh! Lange hältst du das nicht durch? Ah, scheiße. Akzeptiere deinen Tod, Vorhang! Ja! Warum gibst du nicht einfach auf? Ach, Mann! Jetzt. Ich biete dir ein besseres Leben als das. Komm mit mir. Wow. Haben wir denn hier einen, wo ich mich... Nee, haben wir hier nicht auf der Insel. Hier ist ja auch noch eine kleine Insel. Was ist das? Pirateninsel. Aha. Ach, da hinten. Auf Chaos. So, ich wollte noch mal zu der Kleinen. Die wohnt hier an der Waldhütte. Das ist genau da lang. Das mit der Palme zum Beispiel, die setzt sich nicht transparent, obwohl sie im Sichtfeld ist. Nur, ich denke mal, da Sachen, die dicht sind, da wird das gemacht. Das ist schon sehr hilfreich, aber... Ist sie da? Da sitzt sie ganz alleine. Oh, sie tut mir so leid. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Kann ich mit ihr reden? Hallo? Mach keinen Blödsinn. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Ich kann hier nichts machen. Oh, tut sie mir leid. Sie tut mir echt leid. So, wartet mal hier. Rätsel gefunden. Wartet mal, wir gucken mal. Im Inventar. Hier. In der Wiege der Mythen, wo die Lagune blau ist, such nach einem Loch im Stein. Denn durch dieses sehe ich, wenn die Sonne am hellsten scheint, wird der Nebel sich lichten. Und das Auge wird sich öffnen, um dein Geschenk zu sichten. Hier ist ein Loch im Stein, behaupte ich mal. Ist das hier irgendwo? Wie so ein Saugwelz am Boden lang. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ich muss mal was probieren. Jetzt wird's Nacht. Hoffe ich. So, und jetzt machen wir Tag. Ich hoffe früher morgen. Mal gucken, wo die Sonne aufgeht. Sehen? Nee. Hier ist nichts. Behaupte ich jetzt mal. Geh doch mal runter. Tauchen. Ja, du meinst doch nicht das Loch. Da war ich doch schon lange drin. Da heile ich dir auch immer noch rum. Hier vielleicht? Eine neue Gravur. Na super, also lohnt tun sich die Dinge überhaupt nicht. Blauäugige Schönheit.
Na, gibt es wenigstens noch ein paar Hölzchen. So. Da ist auch noch ein. Ah, ja. Ich reise gleich zum Schiff. Was sagt die Zeit? Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe nicht auf die Zeit. Mach ich eine Doppelfolge. Wir gehen nochmal zur Kleinen hoch, weil das war ja jetzt wieder ein Tag. Die sitzt sie da immer noch. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Ich kann hier aber auch nichts machen. Das Schwein liegt jetzt hier. Ach, sie tut mir so leid. Aber man kann nichts tun hier. Das ist gemeint von euch. Ja. Ach, so. Ich wollte aber noch mal zum Schmied. Ach, wir wetzen da jetzt schnell hin. Ich muss ja sowieso eine längere Aufnahme machen. Oder noch weiter aufnehmen. Ich will ja noch nicht Pause machen. Das wird sonst zu kurz. Scheiße. Das war ich nicht. Nein. Hier ist die Tongrube. Und hier sind wir in Cora. So hieß der Hund von meinem Vermieter mal, den er hatte. Cora. Lieber Hund. Ist aber allerdings nicht so sehr alt geworden. Die war doll krank nachher. So, wir werden nochmal durchsortieren. Hier habe ich einen zum Ver... Ich hätte wahrscheinlich noch mal über einen rüberfahren müssen. So, hier fehlt der da. So, hier ist noch was. So ein blauer Geld habe ich ja. Aber ein bisschen wenig von dem da oben. Wo ist denn der Schmied jetzt hin? Ich stand doch nur eben vorm Schmied. Das ist doch wohl. Willkommen. Halt. So, das kann weg. Schwere Keule habe ich nicht im Einsatz. Messer habe ich nicht im Einsatz. Einen Bogen habe ich, dann kann der weg. Das behalte ich mal noch. Gut, kaufen. Du hast Eisen. Oh, Tafeln habe ich null. Ja, es wird Zeit, dass wir wieder welche finden, ne? Es wird echt Zeit. Verbessern. Ja, die Waffe nehme ich als am meisten. So. Die haben wir schon. Ich bin ja schon wieder auf der Hälfte von der 25. Meine Güte. 710. Was ist an dem Bogen besser? Vom Schmied gravieren lassen. 20 Schaden, Verwüsterschuss, 3% Schaden auf kritische Treffer. Aha. Verbessern. Nein. Ich gucke mal, ob noch irgendwas geht. Aber da wird nichts mehr gehen, weil ich zu wenig Leder habe. Hier vielleicht? Ja. Sind meine beiden Waffen schon mal verbessert? Wir sehen uns dann. Ja. So. Ah, jetzt sieht man das über... Alle Kopfgelder bezahlen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich quäl mich mit denen immer rum. Wenn ich das Geld habe, kann ich das doch machen. Achso, X. Ja, ja.
Also das sehe ich jetzt, ja, das kommt davon, wenn man vor so einem riesen Monitor sitzt, dann sieht man immer nicht über genau, wo man da noch was erfahren kann. Also mir geht das so. Ich sollte weiter wegsitzen für 27 Zoll, aber naja, ist halt so. Sind nur Ausreden. So, wir sind schon auf dem Schiff, hoffe ich. Und ich würde mir noch gern diese kleine Insel anschauen. Was ist das für ein Gebiet? Hier kommen wir dann nachher. Das kann ich spartanisch gefestigt. Wir machen es einfach mal. Lestris. Y? Verabschiedet euch! Wohin jetzt, Kapitän? Das ist gut. Los, schneller! Dann haben wir kein Problem. Deswegen war ich eben so ruhig. Schneller! Runter das Segel! Wir kommen dem Treibpunkt näher! Oh! Da treibt noch was ganz anderes. Was ist das da? Das ist die Insel, wo wir hinwollen. Allerdings ist da was, was mir nicht so gut gefällt. Na, eigentlich gefällt es mir schon. Greifen die sich an? Ruderer auf Position! Passiert nichts. Sie singen wieder. Sie tun es wieder! Ich weiß auch, warum ich in der einen Folge nicht, irgendwas passiert? Nein. Nicht das machen konnte, weil ich hier runter war. Da konnte ich nicht beschleunigen. Das habe ich einfach nicht geschnallt. Ja, langsam! Kapitän von Bord! Ihr könnt euch rühren! So, Freunde, da drüben. Jetzt seid ihr dran! Da liegt das Schwimmchen und die erste Leiche. Erstmal an den Strand und dann haben wir das Gebiet hier auch schon geklärt. Das habe ich bei Black Flag alles gar nicht so genau gemacht. Aber die Maya-Uniform hatte ich zum Beispiel. Also diese und mit den Schlüsseln, da kann ich mich noch erinnern. Das Rätsel hatte ich gemacht. Aber diese ganzen Abstergo-Dinger da und mein Schiff war auf Elite oder so. Hier ist noch eine Höhle mit einem Schatz. Klagehöhle, drei Schätze. Ach, das liegt hier. Die Insel ist gut bewacht. Na gut. Ist da ein Aussichtspunkt? Oder täuscht das? Wartet mal. Die ist ja so klein, die Insel. Guck mal. Die Karte geht gar nicht weiter rein. Ist kein Aussichtspunkt. Dann können wir uns ja hier überall bedienen. So, das haben wir schon mal. Und das. Und hier unten liegen dann noch die Sachen, die wir brauchen. Da ist eine Truhe mit Schatz. Da ist auch irgendwas. Ne, das täuscht. Was ist das? Miltos Questgegenstände. Aha. Wo war denn jetzt die Tafel? Die hatte ich doch gesehen. Hier ist sie nicht. Ach, das ist auch unten drunter. In der Höhle. Aha.
Luft holen, vorsichtshalber. Da geht's rein in die Höhle. Wir machen aber erst nochmal das Schiff. Ich habe A gedrückt, dann erwarte ich, dass er auftaucht. Der guckt aber einfach nur dumm hoch. So, jetzt drücken wir mal den. Dann so, und jetzt Alt. Die kann ich ja gleich mitnehmen. So, jetzt gehen wir nochmal hoch, Luft holen. Der Hai ist ja tot. So. Da ist noch einer. Wo denn? Da. Nee, das ist doch kein Hai. Da ist ein Hai. Scheiße, der hat mich jetzt abgelenkt. Das war nicht gut. Wie dunkel wie ein Pavian. Bis das nach geht, kommt hier erstmal. So, da ist die Höhle. Ja, ich bin ja schon dabei, Herrgott. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, da gucke ich mir nachher an. Irgendwie eine Selbstversorgung. Diese Quest ist nicht mehr verfügbar. Naja, gut. War wahrscheinlich schon abgelaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier so? Da? Den anderen Bogen. Kaputt machen kann ich ihn eh nicht. Verkaufen kann ich ihn auch nicht. Was haben wir hier gekriegt? Wenn du zurück nach Chaos segelst, dann such den Bruder des Marmorlöwen. Er stellt stolz auf der Halbinsel bei Apollon Zuflucht. Dort findest du mich auf seinen Rücken. Ich glaube, den Löwen haben wir gesehen. Den haben wir gesehen. Beim Schiff, Alt, beim Schiff gibt es einen neuen Söldner. Nämlich, ja, wen? Sophia, die Scharfschützin. Das ist doch... Was macht sie denn? Feuerkraft gewinnen durch Speertreffer. Oh, Ausdauerregeneration für die Ruderer. Wir haben ihn ausgewählt. Laut dem haben wir nur ihn ausgewählt. Nikandros der Narr. Jetzt haben die drei haben goldenen Rand. Die sind aber vier ausge... Iwi. Ich verstehe es manchmal nicht. So, wir haben diesen Löwen gesehen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wo. Da fehlte mir ein Schlüssel. Hier ist noch so ein unentdeckter Ort. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Wir müssen zurück. Glaube ich. Was sagt denn die Hauptaufgabe? Das haben wir erledigt. Die giftige Begegnung müssen wir jetzt machen. So, jetzt ist die Folge auch lang genug. Mehr als lang genug. Ich werde da mal hin zurücksegeln und ich melde mich, wenn ich denn wieder da bin. Ne? Denn Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!